letzten Jahr gekürt auf der Frühjahrskörung des Trakehner Verbandes hier in Münster-Handorf. 2023 war er dann auch gleich Reitpferde-Champion der dreijährigen Hengste beim Internationalen Trakehner Bundesturnier und dann sein großartiger Auftritt beim Bundeschampionat. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Und so ist es kein Wunder, dass dieser Hengst hier auf Station gekommen ist, denn hier pflegt man das Besondere für seine Züchter vorzuhalten. Natalie Kohler ist in den Sattel gestiegen und zeigt ihn uns. Neil Heinrich Schof hat ihn anlässlich der Körung eigentlich großartig beschrieben und dem ist nichts hinzuzufügen. So sehen wir es auch vom ersten Tritt weg hier unter dem Sattel. Stets imposant auftretender Hirtenstern ist wahrscheinlich einer der letzten Söhne des vielfach in schweren Springprüfungen ausgezeichneten Hirtentanz in Deutschland. Mit energisch abfußendem Hinterbein, einem stetigen Bergauf und ansprechender Mechanik konnte dieser Hengst bereits auf der Pflasterstrecke überzeugen und diese Eindrücke im Freilaufen in der Halle bestätigen. Und wir sind schon längst einen Schritt weiter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schaut ihn euch unterm Sattel an, wie er hier herrlich die Galoppade geradezu zelebriert. Ja, das alles unter dem Sattel gehalten, das, was man vermutet hatte, an der Hand. Großartig. Hirtenstern, ein Sohn des Hirtentanz, ein Enkel des Grand Prix erfolgreichen Axis, aus der Herzdame von Impetus. Dann haben wir die Hirtenglück von Herzruf, der ja selbst in der Dressur der schweren Klasse erfolgreich war. Und dann die Hirtenlied von Friedensfürst, ebenfalls Grand Prix erfolgreich. Dann folgt Costolani im Mutterstamm. Und wenn Sie Muttervater von Hirtentanz sich anschauen, ebenfalls Costolani auf diesen wunderbaren Hengst doppelt rückvergütet. Dieser Stamm geht zurück auf Ginster Komet, Bussard geboren 1928. Wunderbar. Gelassen, in Ruhe. Und jetzt darf ich die Besitzer dieses Hengstes einfach mal in die Bahn bitten. Familie Pagitz, kommen Sie einfach zu uns, mitten in die Bahn. Ihr könnt springen, wenn ihr sportlich seid. Ihr könnt an der Seite, haben wir extra eine Lücke gelassen. Sie sind heute zu uns gekommen und wir freuen uns darüber sehr. Tatjana Pagitz mit ihrem Sohn gemeinsam. Und Wilhelm sagt noch einmal Dankeschön. Denn das ist ja nicht nur ein Trakehner, das ist ein ganz besonderer Hirtenstern. Welch ein Typ. Natalie kommt dazu. Und wir brauchen natürlich das obligatorische Foto. Einer, der sich in der Gesamtdarstellung mit sehr viel Selbst... Das ist einfach ein überzeugendes, sportives Bild. Hirtenstern, danke schön.